Was geht ab YouTube? Pascal zu Bodybuilding. In the building. Und willkommen zum dritten Video der Road to GmbH-Feier. Ist Freitag und ich habe Feierabend und bevor wir jetzt überhaupt irgendwas machen, gehe ich erstmal rein. Da bin ich jetzt auch zu Hause drin. Es gibt doch nichts Geileres, als freitags von der Arbeit nach Hause zu kommen, sich umzuziehen und sich bereit zu machen, zu entspannen. Die zweite Diätwoche ist jetzt langsam zu Ende und ich fühle mich halt noch wunderbar. Und das Kaloriendefizit ist auch noch nicht sehr groß, weshalb eigentlich keine Probleme da sind. Es ist allerdings so, dass ich am Ende der nächsten Woche eigentlich schon meinen ersten Meilenstein, die 85 Kilo, durchbrechen sollte. Nun ist es so, dass ich noch bei 87,5 bin oder so. Das heißt, noch nicht sonderlich viel abgenommen habe. Was allerdings der Fall ist, ist, dass meine körperliche Komposition sich eigentlich schon verändert hat. Das spüre ich da hinten an den Muffintops, die werden kleiner und man kann Fett auch ein bisschen erspüren, also erfühlen. Naja, whatever, das ist auf jeden Fall eine Frage der Erfahrung. Ich weiß allerdings nicht, warum ich mich da so sicher fühle. Aber wie ihr wisst, ist es auch nicht so, dass man tatsächlich Tag für Tag konstant abnimmt, wenn man sich im Defizit befindet, sondern das Ganze in Stufen stattfinden kann. Und ich bin zwischen den Tagen halt auch mal wieder ein bisschen hochgegangen im Gewicht, dann wieder ein bisschen runtergegangen. Und ich muss sagen, ich mache mich damit noch nicht allzu verrückt. Ich bleib da erstmal ganz locker und fahre meinen Plan weiter. Ich bin an sich gar nicht mal kritisch im Zeitplan oder so, weil ich habe mir auch noch eine Diätpause eingeplant inmitten meines Preps, eine Woche vorher fertig zu sein. Das heißt, ich habe da noch genug Puffer, um das abzufangen. Aber trotzdem bin ich jetzt schon ein bisschen schwieriger reingestartet, weil ich das Wochenende vor der Prep mich einfach noch mal richtig fett gefressen habe. Aber das wird schon. Diese Woche ist Deload, das heißt, ich bin im Gym und mache nur die Hälfte meines Volumens durch die Hälfte meiner Intensität, um mich von der Ermüdung zu erholen, die ich über die Zeit angehäuft habe. Gleichzeitig konzentriere ich mich dann im Deload darauf, die Ausführungen zu perfektionieren, zu optimieren, daran zu arbeiten, was so im Daily Struggle ein bisschen untergeht. Da kommt es natürlich darauf an, seine Zahlen zu hitten und da kommt es auch oftmals dazu, dass man ein bisschen von der Effizienz der Übung absieht und einfach mal ein bisschen abändert, sodass es ein bisschen leichter vonstatten geht. Lars hat mich da beispielsweise schon wieder darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich im Military Press nicht mehr wirklich unter die Stange bewege, einfach den Weg verkürze meiner Wiederholung, wodurch ich einfach an mir selbst betrüge. Das sind so Sachen, die kann man sich da ein bisschen rausarbeiten und wieder ein bisschen den Fokus drauf legen. Und der zweite Punkt ist, ich muss was ich im letzten Video gesagt habe, nochmal ergänzen. Es ist nichts Falsches, aber da gehört noch eine Information mehr hinzu, um einfach wirklich richtige Informationen hier zu verbreiten. Und zwar geht es um das Trainingsvolumen in der Wettkampfdiät. Ich habe im letzten Video gesagt, dass ich vorhabe, mein Volumen konstant zu halten, so gut es geht, meine Intensität nicht verringern möchte und gegebenenfalls Sätze hinten dran hängen. Nun ist das Problem die Ermüdung. Wenn ich mein Volumen konstant halte, bei weniger Energie, die ich mir zuführe, werde ich einfach schwerer regenerieren. Und irgendwann ist es dann einfach nicht mehr möglich, dasselbe Volumen zu machen, ohne sich komplett gegen die Wand zu fahren. Der Subscriber DJCS187 187, keine Ahnung, wie du dich nennst, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass halt eine wichtige Information bei dem fehlt, was ich gesagt habe. Und zwar, dass die Intensität hochgehalten werden muss. Ist schon wieder ziemlich dunkel, oder? Das Ziel ist natürlich, Muskelmasse zu erhalten. Und den Artikel, den er mir dazu gesendet hat, den tue ich auch nochmal hier in die Beschreibung. Der ist von Lyle McDonald und der reviewt den Research und auch die Erfahrungen über die Jahre und sagt, dass es durchaus möglich ist, das Volumen, was man gebraucht hat, um die Muskulatur aufzubauen, um 2/3 zu reduzieren und trotzdem deine Muskelmasse erhalten zu können. Das heißt, du brauchst nur 1/3 des Trainingsvolumens, das du gebraucht hast, um den Muskel aufzubauen, um deine Muskulatur zu erhalten. Und das macht es natürlich nun interessant. Denn so ist es bedeutsam einfacher, die Intensität konstant zu halten, während man gleichzeitig genug Regeneration bekommt. Das heißt, wichtiger als dein Trainingsvolumen konstant zu halten, um deine Muskelmasse zu erhalten, ist, dass du die Intensität beibehältst. Das heißt, das Gewicht auf der Stange. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel, dass du mit 4 Sätzen, A8 Wiederholungen, mit 100 Kilo Bankdrücken deine Brust so aufgebaut hast, wie sie jetzt ist. Wenn du jetzt in die Diät gehst, ist das Wichtigste, dass du weiterhin mit den 100 Kilo trainierst. Dass du jetzt 4x10 machst, wird sich über die Zeit einstellen, denn du wirst es einfach nicht mehr schaffen, weil du einfach schwächer wirst. Beziehungsweise du kannst es vielleicht noch schaffen, aber auch nicht mehr mit derselben Frequenz. Und du fährst die Gefahr, nicht mehr ausreichend regenerieren zu können von dem Volumen, was du dir selber zufügst. Das heißt, im Verlauf deiner Diät, das ist jetzt nicht was ich pauschal empfehlen würde, kannst du durchaus anfangen, dein Volumen zu reduzieren. In der ersten Woche kannst du noch 4x10 mit 100 Kilo. Allerdings in Woche 10 schaffst du nur noch 3x10 mit 100 Kilo. Oder 2x10 mit 100 Kilo. Und selbst 2x10 mit 100 Kilo, was eine Halbierung deines Volumens darstellen würde, würde immer noch genug Volumen sein, um deine Muskeln zu erhalten. Ihr wisst, Pascal zu Bodybuilding ist ein Vlog-Channel. Und das heißt, ich will gar nicht groß diskutieren, ob das jetzt richtig oder falsch oder was richtig oder falsch, whatever. Ich will nur sagen, dass ich vorher die Intensität als nicht so wichtig erachtet habe. Aber
man lernt ja nie aus. Deswegen vielen Dank für die Info an dich. Und in Reaktion von meiner Wettkampfdiät bedeutet das erstmal gar nichts. Denn wie ihr wisst, trainiere ich autoregulativ. Das heißt, ich bringe sowieso dieselbe Intensität an den Tag. Und das Trainingsvolumen variiert einfach anhand meiner täglichen Leistungsfähigkeit. Und wenn man jetzt im besten Fall nicht biased ist, ich bin nicht biased. Mir fällt es teilweise schwierig, auf meinen Körper tatsächlich so zu hören, wie mir das autoregulative Training vorgibt. Wäre es dann so, dass ich in Reaktion auf meine Leistungsfähigkeit, mein Volumen über die ganze Diätphase langsam verringern würde? Als zweiten Schritt behalte ich mir vor, die Regenerationsphasen zu verlängern. Während ich jetzt 6-mal die Woche trainiere, Push-Pull-Legs, Pause. Push-Pull-Legs, Pause. Könnte es sich durchaus dahin entwickeln, dass ich im Laufe meiner Wettkampfvorbereitung zu sowas wechsle wie Push-Pull-Legs, Pause, Pause, Push-Pull-Legs, Pause, Pause. Oder im fortgeschrittensten Fall zu sowas gehe wie Push-Pause, Pull-Pause, Legs, Pause und so weiter und so fort. Ihr könnt es euch vorstellen. Und was ich dabei beachten werde, ist, dass ich auf keinen Fall unter ein Drittel meines Anfangsvolumens, was ich jetzt durch die Overreaching-Phase vor dem Deload herausgefunden habe, gehen werde. Ich will ganz ehrlich sein, ich werde auch nicht unbedingt auf Krampf versuchen, mein Volumen zu halbieren. Das heißt, solange ich noch kann, werde ich versuchen, mein Volumen auch konstant zu halten, bei Konstanthaltung meiner Intensität. Doch im Laufe der Diät, umso weiter die Kalorien runtergehen, umso weiter die Energie runtergeht, werde ich dann wohl auch mein Volumen verringern müssen. So viel zum Training in der Wettkampfvorbereitung. Jetzt ist eigentlich doch ein ziemlich informatives Video hier draus geworden. Was ich euch aber empfehle, ist, wenn ihr wirklich was darüber wissen wollt, Lars von Lift You Up wird demnächst ein Video dazu herausbringen. Den habe ich auch nochmal dazu befragt und seine Meinung da auch nochmal mit einfließen lassen. Und ansonsten liest den Artikel in der Beschreibung. Vielleicht finde ich auch noch die Primärstudien, auf die sich Lyle McDonald bezieht, die, wie ich glaube, nicht verlinkt sind in dem Artikel selbst. Was für wissenschaftliches Arbeiten, also, ich lasse es mal da stehen. Aber dieser Artikel ist halt auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen dann. Um nochmal einen weiteren Standpunkt hinzuzubringen, Lane Norton beispielsweise propagiert, das Volumen und Intensität konstant zu halten. Also selbst das Volumen oder auch das Volumen nicht zu verringern im Laufe der Diät. Außer du hast keine andere Möglichkeit mehr und bist halt total im Arsch. Und wenn ihr euch die Preps anguckt von Matt August beispielsweise, der ja von Eric Helms ja so ein bisschen überwacht wird, obwohl er sich ja wohl selbst anscheinend vorbereitet, der fährt das auch so mit teilweise sogar noch Overreaching-Phasen, das heißt eine Erhöhung des Volumens während der Diät. Ich muss sagen, in meiner letzten Wettkampfvorbereitung habe ich es so intuitiv richtig gemacht. Ich habe mein Volumen gar nicht getrackt, aber ich habe meine Intensität hochgehalten. Das heißt, ich habe bis zum Ende hin versucht, wirklich schwer zu trainieren. Wobei ich mein Volumen, ich hatte keine Ahnung, ich habe einfach gepumpt. Richtig viel, richtig bis Muskelversagen, jede einzelne Einheit. Und diesmal möchte ich es halt natürlich ein bisschen reflektierter angehen. Ich möchte auch wissen, was ich tue. Und ich möchte vor allem auch wissen, was funktioniert. Das soll es auch mit dem Video gewesen sein. Jetzt wisst ihr ein bisschen mehr über mein Training in der Wettkampfvorbereitung. Ich werde euch davon natürlich noch ausreichend vloggen in den nächsten Folgen von der Road to GMBF-Serie. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass ich jetzt die letzten Tage ziemlich im Stress war. Das heißt, ich habe viel gearbeitet, viel neben der Arbeit noch zu Hause machen müssen. Weswegen ich einfach nicht so auf die Kamera anbekommen habe, um drauf zu halten. Aber so ist es manchmal im Leben. Manchmal geht's hoch und runter. Ansonsten ist irgendwie ziemlich beschissenes Wetter gerade draußen. Ich kann ja noch mal ein bisschen spazieren gehen. Euch zeigen, was hier so geht. Da so halb Regen, halb gute Wetter. Man weiß nicht so wirklich. Ich gucke schon hier nur auf den Bildschirm. Das kann ich auch nicht bringen. Was haltet ihr von den Passres zu Bodybuilding T-Shirts? Diese gut? Road to GMBF? Ich trinke jetzt auf jeden Fall noch in Ruhe meine Pepsi Max. Pepsi Max Cherry. Aspartam ist wundervoll, oder? Ich checke dann aus und wir sehen uns im nächsten Video. Passt zu Bodybuilding. Peace, bro.